Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Roleplay von Minecraft Dracorolia auf unserem Server. Es sind neue Leute da, zum Beispiel der Hisense 3. Und er hat für uns einen Spawn gebaut, hier einen kleinen Spawn für diese Welt. Das ist die Freebuild-Welt und eine Straße, die eigentlich so, ja, zur Hälfte bis zu meinem Haus führt. Und dann auch zu einem Haus führen wird. Und dann auch zu weiteren, zum Beispiel zu Knatrix, das ist auch ein relativ neuer. Da, der wohnt da hinten bei den Bergen, aber das möchte ich jetzt gerade nicht zeigen wegen einem Troll. Und deshalb warte ich da noch ein bisschen. Diese Brücke haben wir jetzt vorher gebaut und ich finde sie eigentlich ziemlich nice. Und ja, hatten da noch ein bisschen Probleme, da fehlt nämlich noch ein Bein sozusagen im Wasser. Dass wir da ja, mit Wordedit auch ein bisschen ausprobiert haben, alles immer kopiert haben. Und jo, als nächstes kommt eben dieser Hisense 3, das Haus von ihm. Er hat, ja, sich mal eine Villa gebaut, gegönnt, weil einer von den neuen Techniker ist. Er unterstützt mich mit den Plugins und so weiter, alles einstellen und so weiter. Momentan ist halt immer noch nicht möglich, dass wir warpen können und so für die Spieler. Und deshalb, ja, können wir jetzt auch nicht gerade so frei immer alle Spiele einladen. So, dann kommen wir zu einem Durchgang, also hier kommt auch die Straße weiter, also ein Weg, der aus diesen Blöcken ist, also Trockenbeton. Und daneben, für die Faulen, ein, ja, eine Minenbahn. Ah, da ist der Knatrix gleich schon mal, das habe ich dann eigentlich eingesammelt, oder aufgesammelt, ja. Ah, okay, sehr gut. Ja, die muss noch geschützt sein. ja. Der führt hier durch das Ding. Hier haben wir noch ein bisschen Erzlager und so. Das sollten Kristalle sein. Ist aber Eis. Und hier ist der Durchgang. Und hier geht der Weg durch, auch wieder zum Spawn. Aber immer ein Weg und keine Straße. Wir machen so wenig wie möglich aus Straßen, weil es auch nicht gerade immer so passt, je nach ja, Ding, nach Setting oder ja, also Zeitalter, oder? Und hier führt dann der Weg an den roten Wollblöcken entlang zu unserem Grundstück. So. Ein anderer ist auch noch bei Knatrix, ein Kumpel von ihm, der auch noch dort baut. Und das werde ich dann im nächsten Part dann zeigen. Hier geht es dann weiter zu anderen Leuten, da wohnt ja noch niemand. Hier brennt der Baum. Ja, und hier ist ja unser Grundstück. So, also, da haben wir nichts mehr Achievedes. Ja, sortieren wir mal ein paar Sachen rein. Die Schatzkarte möchte ich dann noch machen. Lösen sozusagen. Mobblut. Gottes Fleisch. Ja, noch ein bisschen lauter machen, genau. So. Und Erze, Glowstone, Mobblut, Enderperle, Essen haben wir nicht, Kerne, Zucker, Blöcke, haben wir leider alles voll. Ja, Blumen sind unten. Knochen und ja. Haben wir leider auch alles voll schon. Machen wir die Armbrust runter. Kessel. Werkbank. Sattel. Den Sattel lasse ich hier. Knochen.
Machen wir wieder Kaktus hier. Ja, ist da schon drin. Es kommt wieder, immer wenn ich anfange, Hochdeutsch zu reden, wegen dem Video oder so, sonst meistens immer Schweizerdeutsch rede, fange ich an, irgendwie, ja, Allergien, also der Schleim kommt hoch. Ist ein bisschen nervig. Kann ich mir nie vorbereiten. Muss immer während dem Part dann räuspern. Tut mir leid. So, ja, jetzt sind wir fertig. Gut. Habe ich noch etwas nicht gezeigt? Eigentlich nicht. Zocker Pro 04 ist leider noch nicht zurückgekommen. Aber der könnte dann das einstellen. Kühlen geht's gut. Ja. Ja, ich habe mehr geplant, mehr zu bauen. Wir haben halt aber einfach noch wenig Blöcke. Müssen mal ein bisschen mehr Holz fällen, hä? Okay. Auf jeden Fall hier meistens. Ja, wir müssen einfach die Plattform noch größer machen hier oben. So, hat irgendwas geschrieben. Ne, ich habe nur das mit Unlocken geschrieben noch. Also das eine ist, wir müssen jetzt hier einen Turm bauen. Einen Magierturm sozusagen. Und deshalb müssen wir hier ringsum Plattformen machen. Aber wir müssen da noch ein bisschen entfernen. Und zwar, der Turm kommt ja anschließend. Oh, ich bin ja sowieso im Game Mode. Oh, jetzt habe ich doch vorher gesagt, ich will aus dem Game Mode rausgehen. Dann geh doch endlich auch raus, Dago. Hi. So, hat was geschrieben bei Discord. Kurzen Moment. Ja, er will natürlich gerade etwas sagen oder so. Ja, hier muss der Turm halt bündig sein. Ja, ist ja auch okay, weil hier ist ja noch ein Weg. Aber hier ist ja auch gut. Sehr schön. Werde jetzt nicht so ein langer Part machen, weil auch jetzt nicht so viel los ist. Ich möchte hier langsam mit dem Roleplay anfangen. Und deshalb, Prank. So, sehr gut. Wieder abbauen. Und jetzt eigentlich einmal ringsum hier. So schön. Werde das eventuell mal bauen. Nicht in der Aufnahme, weil das sehr lange dauert. Bisschen langweilig ist natürlich. Ich will so wenig wie möglich Langweiliges zeigen müssen, dass ich das einfach immer wieder vorbereite und dann eine Aufnahme mache, wo ich das dann schon gebaut habe, damit ihr das nicht jetzt auch immer schauen müsst. Außer ihr habt Lust, mir immer zuzuhören. Könnt mir gerne sagen, was ich sage. Ja, eben ein bisschen mehr Rollenspiel machen, klar. Aber es ist halt sehr schwer, Rollenspiel zu machen ohne Vor Deutung, Kenntnis und so. Was man jetzt erzählen soll. Wir sind halt immer noch dieser Captain, der mit dem Schiff angekommen ist, das nicht mehr existiert, das wir wieder bauen müssen. Und ja, wir sind so ein bisschen Alysius-mäßig von Champions of Regnum. Wikinger. Und ja, Pirat sozusagen, also Freibeute, sagt man das ja früher. Wikinger waren zum Beispiel auch Piratenart, wo Überfälle gemacht haben auf Römer und so weiter. Genau. Und das möchte ich natürlich auch cool hier bauen. So, wie machen wir das mit dem Turm?
Ich möchte gerne Stein verwenden für den Turm. Aber welchen Stein, wie, ja. Auf jeden Fall möchte ich natürlich Stein brennen. Hier haben wir noch bemooste Bruchsteine, den kann man. Ah, hier haben wir bemooste Steinsiegel. Machen wir mal unten bemooste Steinsiegel, müssen aber das auch ausmessen. Also hier auf jeden Fall, hier auf jeden Fall. Ja. Wie weit denn? Sieht es leider kaum. So, ja. Ja, und da muss jetzt die Zuckerrohrfarm hier weg. Hier ist sie im Weg. Das richtig so? Okay, dann haben wir den Turm eigentlich schon in der richtigen Position. Machen wir zwei. Hä? Wie breit ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 mal 8, 7 mal 9. Achtmal. Da haben wir hier schon ein bisschen zu viel, also zu breit gemacht. Eins zum Abbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt machen wir das am besten so, dass wie eins hier eins noch weiter rüber machen. Dann haben wir 8 mal 8, stimmt das? Ne, dann haben wir 8 mal 10. Ich mal noch mal kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, doch, richtig. Sehr gut. Machen wir zwei hoch, müssen dann nochmal herstellen, aber wir brauchen Ranken. Die Ranken müssen wir dann im nächsten Part halt noch holen. Also. Dann machen wir noch den Boden aus diesen Planks. Und ja, dann also nächsten Part, dann ein bisschen größer, ein bisschen mehr. Ja, ich würde jetzt das nicht so, ja, das Problem ist halt einfach, dass wir jetzt momentan sehr viel auf dem Server machen. Und deshalb habe ich jetzt nicht so viel Zeit zum viel aufnehmen. Also einfach, tut mir leid, dass es jetzt gar nicht so ein langer Part wird, aber er möchte natürlich unbedingt, ja, unbedingt natürlich noch spielen, weil wir jetzt ganz lange Plugins angestellt haben und eben gebaut haben und so. Er ist ein bisschen gelangweilt, habe ich das Gefühl. Kann ich verstehen. Und ich baue einfach nur noch Scheiße. So. Gut, hier noch. Ja. Jetzt wieder ein bisschen schneller am Bauen geworden. Ich hatte es ein bisschen angeschissen, immer so schnell immer Blöcke zu platzieren.
Jetzt habe ich wieder ein bisschen weniger Frost. Ja, geht eigentlich ziemlich schön gut jetzt mit dem Bauen. Mach wieder schnell. Ja, also jetzt haben wir hier schon mal den Turm angefangen. Ich werde wahrscheinlich die Ecken wegmachen. Ja, mache ich gleich mal weg. Und ja, noch ein bisschen auf der Seite dekorieren, oder? So ein Turm muss natürlich auch irgendwie schön sein von außen, oder? Von innen. Von überall. Deshalb machen wir hier noch weg. Und dann könnten wir eigentlich hier noch Holz machen. Das nächstes Mal schon haben. Hier einfach Holz. Gut, also dann bis zum nächsten Part oder ja, ein anderes Projekt. Und bald gibt es danach wieder Livestreams, dann haben wir mehr Zeit, irgendwas am Server zu machen. Zum Beispiel die Adventure Map, wie ich die baue, werde ich zeigen. Und eben Rollenspiel machen und so weiter. Also, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss!